sehr beliebt und wichtig ist ja auch so, ein, so Parolen, so Demonstrationssprüche, die einerseits natürlich nach außen funktionieren, dass man eine Botschaft vermittelt den Leuten, die irgendwie da stehen und zugucken, aber auch nach innen natürlich, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, dass man so gemeinsam sich auf eine Sache einigt. Ja, und ich weiß nicht, wie viel Vorkenntnisse jetzt hier so im Raum schon, es schon gibt. Wir haben so Vorschläge. Es gibt ja auch immer einen konkreten Auslöser. Genau. Also man versucht es, es gibt ja so gewisse Situationen und dafür gibt es dann auch die passende Parole. Genau, wir haben da so ein paar Klassiker mal rausgesucht und vielleicht können wir die jetzt für den Abend mal einstudieren. Also einmal, was hast du da jetzt als erstes? Also die, es gibt eine Grußbotschaft von der bolivianischen Bergarbeitergewerkschaft. Genau. Die sich mit den Protesten solidarisieren. Genau, das wird vom Lautsprecher aus Wagen aus vorgelesen. Und darauf kann man gut reagieren mit dem Spruch: Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Ja, das funktioniert schon sehr gut. Sehr schön. Der Spruch ist bekannt, merke ich auch schon bei einigen. Das ist auch so ein, den kann man auch zwischendurch mal bringen, den Spruch. Also den, wenn man jetzt gerade nichts hat. Ja, der nächste wäre auch für. Also es gibt so ein paar, so ein Standardrepertoire. Ja? Ja. Deswegen haben wir die Situation gesagt, geht immer. Geht immer. Immer gut. Geht immer wäre zum Beispiel auf einer jetzt so einer linken Demonstration wäre Anti-Kapitalista! 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 Ja, sehr gut, das ist so, das geht, also wenn man gerade nicht weiß so richtig, wenn es gerade so ein bisschen, wenn es gerade vielleicht auch so ein bisschen slow ist auf der Demo, wenn so ein bisschen, dann ist es gut, dann die Leute so ein bisschen, ja, dass man sich auch auf die gemeinsamen, so die kleinsten Nenner immer wieder erinnern. Was haben wir noch? Den kriegen sie bestimmt so weiter. Genau, wen vielleicht Leute stehen auf dem Balkon? Lasst uns sein, reiht euch in die Demo ein! Sehr gut, also nochmal für alle. Bürger, lasst das Glotzen sein! Reiht euch in die Demo ein! Bürger, lasst das Glotzen sein! Reiht euch in die Demo ein! Genau, sehr gut. Es ist auch ganz interessant, wenn man auf Demonstration ist, so Sprüche werden ja immer so im Loop gesprochen, also so immer wieder wiederholt. Und dann gibt es aber so einen Moment, wenn es dann plötzlich so kollabiert, in sich zusammenbricht, weil dann noch so einer ist dann noch, der so weitermachen will, aber dann es gibt irgendwie so einen Moment, wo so eine kritische Masse plötzlich verschwindet. Das war zu radikal. Naja. Aber es, man kann, also der Konsens war anscheinend noch nicht weit gefasst genug, aber okay. Was haben wir noch? Okay, das ist jetzt ein bisschen schwer, also Polizeispalier, was hat man dann gesagt? Achso, genau. Wir würden Sie höflich darum bitten, wegzugehen. Achso, ja. Man sagt dann der Herr so, also, genau. Sagen wir mal, also bei Polizeispalier würde man das vielleicht jetzt noch nicht unbedingt den Spruch bringen, aber das steht jetzt mal stellvertretend, die Polizei verhaftet jemanden. Aus dem Demonstrationszug heraus kommt mal wieder vor. Meistens weiß man als. Ja, okay, das stimmt, der wäre auch gegangen. Aber nee, wir hatten einen anderen ein bisschen einfacher noch, nämlich haut ab, haut ab! Genau, zu dem kommen wir noch. Sehr gut. Aber schön, dass da schon auch, dass die Leute was mitbringen. Das kann sich auch so dynamisch entwickeln. Das ist ja nicht unbedingt die Sachen vorgeben. Nein, das ist natürlich vollkommen richtig. Also, wenn ihr was. Inspiration habt, dann. Genau, lasst es raus. Jetzt nur gerade, weil ich wohl kurz die verschiedenen Sprüche vorstellen. Deswegen machen wir das jetzt so frontalunterrichtmäßig. Grundsätzlich ist es natürlich schon so gedacht, dass ihr von euch aus so rauslaufen lasst einfach. Ne? Plenum? Okay. Vielleicht machen wir den einen noch, weil da hatten wir uns eigentlich vorhin schon drauf geeinigt. Das ist jetzt hier.
das ist sozusagen jetzt, soll das Refugees Welcome so sein, was Daniel sehr schön abgemalt hat. Seht ihr, Refugees are welcome here. Ja, okay, machen wir den. Seht it laut, seht ihr, Refugees are welcome here. Seht it laut, seht ihr, Refugees are welcome here. Sehr gut, sehr gut. Sehr textsicher auch da hinten. Sehr gut. Und zum Abschluss noch, was eben schon kam, wenn jetzt wirklich der Wasserwerfer dann kommt so, und es zu so einer Konfrontation kommt, dann bietet sich an, wenn man auch tatsächlich friedlich ist, sonst ist es so ein bisschen komisch, aber dann sagt man, dann sehr schön und sehr passend ist dann, wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind sehr, sehr gut. Und das, das appelliert ja auch so an diesen, an den Menschen, an den Polizisten so ein bisschen, dass man so einen moralischen Druck aufbaut. Ach, sehr, guck mal, oh, scheiße, was machst du? Also genau, wir werden ab und zu mal das wieder abfragen. Also ich hoffe, ihr merkt euch das. Wir können ja mal ganz kurz so einen Test machen. Klasse. Sehr gut. Also genau, also seid bereit.